Herr Professor Mlinek, Sie sind Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und kommen gerade zurück von einer Antarktisreise. Was hat es mit dieser Reise auf sich? Wir haben seit vielen Jahren eine Forschungsstation in der Antarktis. Das ist jetzt die dritte, die Neumayer-3-Station, um die es konkret geht. Sie ist vor 3 Jahren eingeweiht worden. Ich konnte damals nicht mit in die Antarktis reisen. Ich wollte das immer nachholen. Jetzt war die Gelegenheit. Von da habe ich sie am Schopf ergriffen. Welche Forschungsarbeiten konnten Sie da beobachten? Ich habe mir ausführlich die Labors angeschaut, auch die Messstation auf der Neumayer-Station. Wir haben dann noch eine Station weiter im Landesinneren Richtung Südpol, die Kohn-Station, die auf 3000 Meter Höhe liegt. Die Antarktis ist ja ein Kontinent, also wirklich ein Fels, wenn man so will, auf dem dann die Eisschicht liegt, eben bei Kohnen 3000 Meter dick. Und wir führen dort sogenannte Eiskernbohrungen durch, bis auf den Fels runter. Und wenn man dann diese Eiskerne analysiert, dann kann man Rückschlüsse ziehen auf Temperatur, Klima, CO2-Gehalt der Zeit, sozusagen vor unserer Zeit. Wir können tatsächlich all diese Daten zurückerheben bis von vor 800.000 Jahren. Auch das mal direkt vor Ort gesehen zu haben, unter welchen Bedingungen da gearbeitet, geforscht, gebohrt wird, ausgewertet wird, das ist eindrucksvoll. Welches Erlebnis in der Antarktis zählt denn da zu Ihren ganz persönlichen Höhepunkten? Zurzeit ist Sommer in der Antarktis. Die Sonne geht nicht unter. Es ist 24 Stunden Tag. Und an einem Abend sind wir kurz vor Mitternacht dann mit Skidoos, das sind diese kleinen Flitzer auf dem Schnee, noch unterwegs gewesen und haben eine große Pinguinkolonie in der Nähe der Neumayer-Station besucht mit Tausenden von Pinguinen, vielen Jungtieren dabei. Und es war einfach toll, sich wirklich inmitten dieser Tiere zu bewegen, die zu sehen vor dieser eindrucksvollen Kulisse der Weite der Antarktis mit dem Wasser, den Eisbergen. Ich glaube, das ist ein Bild, was ich nie vergessen werde.